Ein fast 100 Jahre altes Wasserkraftwerk im Pilachtal hat eine neue Verwendung gefunden. Eine Mostviertler Firma hat es gepachtet, um damit ein Rechenzentrum zu betreiben, in dem virtuelles Geld wie zum Beispiel Bitcoin produziert wird. Fabian Fessler informiert. Kryptomining, also das Berechnen von virtuellem Geld, ist eine laute und ziemlich heiße Angelegenheit. Mehrere hundert Rechner laufen in einem Raum nicht weit vom Kraftwerk entfernt auf Hochtouren. Eine leistungsstarke Klimaanlage und Dutzende Ventilatoren sind notwendig, um die Rechner zu kühlen. Streng genommen verkauft die Firma Coin Factory lediglich die Rechenleistung und Know-how an ihre Kunden, erklärt Sprecher Christoph Lichtnecker. Die Nachfrage sei größer als das Angebot. Wir haben schon vorgebaut, wir haben uns ein zweites Wasserkraftwerk gesichert in einem Paralleltal, wo wir in Kürze in Betrieb gehen werden. Die genauen Standorte wolle man aus Sicherheitsgründen nicht bekannt geben. Der Unterschied zur Konkurrenz im Ausland sei, dass das in Niederösterreich geschürfte virtuelle Geld umweltschonend gewonnen werde mit Wasserkraft. Und dennoch ist viel Energie dafür notwendig. Was die Betreiber des Geldkraftwerkes zu dieser Kritik sagen, das hören Sie in einer Viertelstunde in Guten Morgen Niederösterreich. Der ungeliebte rote Sahara-Staub kommt schon.